Jo Leute, was geht und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video. Heute zeige ich euch mal meine Highschool hier in Kanada, das ist die Sergeant A. McDonald High. Und gerade ist die Examenphase, also ich habe heute auch schon über 3 Stunden Mathe geschrieben, deswegen sehe ich vielleicht ein bisschen fertig aus, aber dadurch sind gerade nicht so viele Leute in der Schule und deswegen nutze ich das einfach mal, um euch hier alles zu zeigen. Ja, wir sind hier im Haupteingang im Foyer quasi. Hier von hier gehen hinter mir jetzt die 4 Hauptgänge ab mit den Klassenräumen und hinter mir ist dann auch die Cafeteria und man sieht auch gleich hier schon die School Spirit, Sergeant A. McDonald. Ja, das hier ist einer der 4 Haupthallways hier mit Lockern überall, wie man sich das aus den amerikanischen Highschool-Filmen vorstellt. Und von hier zweigen die Klassenzimmer ab, aber auch so besondere Klassenzimmer wie zum Beispiel Chemie-Labs oder Computer-Labs. Das Prinzip hier ist ein bisschen anders und zwar gehen die Schüler hier immer zum Lehrer. Es gibt keine Klassen an sich, sondern die Schüler haben immer eigene Stundenpläne und gehen dann jeweils zum Lehrer in das eigene Zimmer, der immer in diesem Zimmer bleibt. Und nicht wie in Deutschland, wo man wirklich eine Klasse in einem Raum hat, wo dann der Lehrer immer reinkommt. Und dann kommen wir auch gleich ins Gym. Ja, das ist das Gym, jetzt hier ganz leer mit Bühne da hinten, da werden die ganz großen Veranstaltungen statt und Basketballcourt, viele verschiedene Felder, wirklich sehr, sehr groß. Ja, so sieht hier ein ganz normaler kanadischer Klassenraum aus mit so Gruppentischen mehr oder weniger und vorne Smartboard und Whiteboard. Normale Tafeln gibt es hier eigentlich gar nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall eigentlich echt ganz gut eingerichtet und man sieht auch immer, dass so jeder Lehrer quasi so seine persönlichen Accessoires und Deko-Elemente hat, weil es halt wirklich ihr eigener Raum ist und nicht von irgendeiner Klasse. Aber es gibt natürlich auch nicht nur die normalen Klassenzimmer, sondern es gibt natürlich auch Fachräume. Wie hier zum Beispiel das Computer Lab. Ja, hier hatte ich zum Beispiel Film Video Class letztes Semester oder jetzt auch dieses Semester mit Design, wo es so hauptsächlich sich um Photoshop dreht, ist eigentlich echt ganz cool. Ja, wir sind jetzt hier in der Bücherei, da gibt es auf jeden Fall jede Menge Bücher. Hier geht man eigentlich meistens hin, wenn man irgendwie mal lernen muss oder man eine Freistunde hat, da kann man sich hier immer Chromebooks und iPads ausleihen und jede Menge Bücher natürlich und das ist eigentlich echt eine ganz coole Sache. Wir sind jetzt hier im 2. Geschoss, das ist quasi so die Galerie von der Eingangshalle. Und was wirklich auffällig ist hier an der kanadischen Highschool, dass es wirklich viele coole Spots gibt, wo man einfach nur entspannen kann und wo sich die Schüler dann treffen können und irgendwie essen, Hausaufgaben machen können und so weiter. Und das gibt es jetzt in Deutschland, also zumindest an meiner Schule eher nicht so. Das ist der Eingang der Cafeteria. Normalerweise ist das alles voll mit Sitzbänken und voller Leute, aber jetzt wegen den Examen ist da gerade einfach nix. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Football Field. Hier finden immer die ganzen American Football, aber auch Fußballspiele statt. Und ja, auch wenn wir hier nur so eine relativ kleine Tribüne haben, also das täuscht tatsächlich. Und zwar, wenn jetzt auch gerade beim Home Opener, aber auch bei normalen Spielen, ist hier wirklich alles voll. Die Leute stehen komplett um das Feld herum. Und es ist auf jeden Fall auch eine echt sehr, sehr gute Stimmung, die auch schon fast so einem deutschen Fußballspiel nahe kommt. Und das fand ich auch echt sehr, sehr beeindruckend zu sehen jetzt die ersten Male. Und das ist auf jeden Fall echt eine coole Sache. Jo, ich melde mich auch noch mal kurz. Das war, ihr habt es euch gewünscht, meine Highschool in Kanada. Inzwischen vor fast ein Dreivierteljahr gedreht. Aber ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Dann habt einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao.